ihn nach, aber es ist ja gar nicht ganz so schlimm, weil ich kann nicht hier einfach reinschauen und bam, ihre Gedanken so lesen. Das kann ich nicht. Gut, Sie denken an Ihre Frisur, stimmt's? Nein, sollten Sie auch. Gut. Das mit dem Auto ist natürlich ärgerlich, weil das noch Garantie drauf kann. Und ich sage, geht schon mal kaputt, auch bei Volkswagen nach 2 Jahren. Aber ich weiß, was Sie über mich denken, aber ich kann damit leben. Es kann Spaß gesagt. Wenn Sie natürlich irgendetwas denken, was jemand aufgeschrieben hat, was Sie selber aufgeschrieben hat, lesen Sie, dann kann ich Ihnen schon Gedanken lesen. Das würde ich Ihnen gerne zeigen. Das ist relativ einfach. Glauben Sie an Gedanken lesen? Okay, das ist. Sie wissen, die 2 Gedanken, die sich begrüßen. Mir geht's gut, wie geht's mir? Ja, wir kommen später. 100% korrekt. Gut. Genau wie meine Haushälter, dann bei jeder Scheidung hat sich das Haus behalten. Eine ganz tolle Köchin war sie auch. Nicht so oft es geht. Gut, nein, aber Spaß. Ich habe hier mal ein paar Bücher mitgebracht, um Ihnen das zu demonstrieren. Ich weiß, Bücher sind eigentlich aus der Mode gekommen. Es gibt ja Laptops, iPods, den ganzen Kram auch, aber ich reise immer noch gerne in Büchern. Deshalb kurz Frage: War irgendjemand von Ihnen auf einer Waldorfschule? Nein, das ist gut, dann können Sie also alle lesen. Ich weiß natürlich, dass Lesen aus der Mode gekommen ist. Ich habe neulich jemanden gefragt, schon mal Shakespeare gelesen, und sagte zu mir, nee, von wem ist das? Wenn, dann lesen Sie. Und erschrecken Sie doch bei Ihren Freund und lesen Sie. Gut, also das ist okay. Ich habe hier. Ja, Sie sind nicht alleine gekommen, oder? Sie sind zusammen? Sie gehören zusammen? Nein. Ach, bin ja. Sind Sie verheiratet? Natürlich. Nein. Katrin haben Sie nicht mitgebracht, oder? Doch. Wo sitzt sie denn? Woanders. Ach, das ist toll. Haben Sie sich getrennt? Das können Sie doch erraten. Genau, ja, danke. Genau. Sie haben sich getrennt nach Geschlechter. Ja, ja, ja. Merkst schon, Sie sind noch. Sie sind noch komischer als ich, oder? Das ist doch, wenn man einen Ringabzug, ne? Genau. Handgranate und. Genau. Ich wusste auch nie, was es heißt, glücklich zu sein, bis ich geheiratet habe. Dann war es zu spät. Genau, ja, so ist das. Ihr Vorname? Bernd. Hallo Bernd. Mit DT? Nein, nur mit D. Dann hätte ich es aber lesen können. Ja. Ja. Sie haben ja nicht an Ihren. Sie sind ja kein Legastheniker, oder? Nein, also Bernd. Ich habe Ihnen hier ein. Ich habe mir wirklich gedacht, Sie sind bestimmt so, wie Sie reden, wahnsinnig daran interessiert, Gedanken lesen zu lernen. Das, nein. Sie wollen das gar nicht wissen? Deswegen, wollen Sie das wissen? Ja, schön. Ihr Vorname? Heino. Ah, wie der Sänger. Heino. Darf ich du sagen? Ja. Hallo Jan, okay. Ja. Heino, du kommst einen kleinen Moment zu mir. Ich erkläre dir mal kurz, natürlich Ihnen auch, das ist ein ganz privater Rahmen hier, wie man Gedanken lesen macht. Ja. Heino, komm ein bisschen näher, du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe mir extra die Zähne vorgeholt, ich sollte schon vor einer halben Stunde aufgedreht sein, damit ich so fest auf die Tube gedrückt, eine halbe Stunde genau, bis das Zeug wieder drin war. Mein Geist bringt mich nochmal um. Okay, Heino. Wir haben hier einen Beruf, zum Beispiel Agatha Christie 13 bei Tischbein. Hast du das mal gelesen oder den Film gesehen? Der Film war besser, der ging schneller. Und hallo, darf ich Ihr Vorname? Gabi. Hallo Gabi, mit Y? Nein. Mit I? Nee, der heißt nicht. Gut. Gabi, darf ich dir das Buch geben? Und brauchst du eine Lesebrille? Ich habe an alles gedacht, ich habe keine dabei. Das ist Profi. Gut. Also Gabi, bist du mit beschäftigen und uns hinter kurze Inhaltsangaben geben, um was es geht. Okay. Dieses Buch hat mir ein Freund geschenkt, Silberstreif am Horizont. Ein ganz tolles Buch, das soll einem helfen, wenn man in die Wechseljahre kommt. Fand ich jetzt nicht so nett. Das müsste jetzt irgendjemandem geben, der bei jedem Zweifel erhaben ist. Hallo. Hallo. Dein Vorname? Peter. Du bist weit entfernt und fährst nicht, oder? Okay, ich habe diesen Gedanken. Ja, du hast drüber. Ich frage, denkt der Peter, sollte ich oder sollte ich nicht? Hat die Freundin gesagt, nee, lass mal. Okay. Peter, das ist für dich. Und dann haben wir hier Theodor Storm. Hast du das in der Schule gelesen? Der Schimmelreiter. Ätzend. Darf ich das mal so rübergeben? Ja. Haben Sie das mal Ihr Vorname? Gabi. Auch Gabi. Okay, ich mache nichts. Aber mit I auch. Mit I. Das ist aber 2 Gabi, 1 Gabi, 2. Darf ich nur sagen, Gabi, in der Schule mal gelesen? Ja. Furchtbar, ne? Ja. Okay, also. Sorry. Und diesen dicken Schinken, den geben wir jetzt mal dem Heino.
Und das sind über 300 Seiten, Elixir des Teufels von E.T. Hoffmann. Und wir fangen jetzt vielleicht mal beim Peter an. Peter. Also, bei Peter ist es ein bisschen schwierig, Gedanken zu lesen, weil Peter ist Brillenträger. Also bei dir ist das auch schnell. Heinrich, kommst mal zu mir. Und Peter, wir machen jetzt mal Folgendes. Peter, ich würde dich bitten, wir gucken jetzt erstmal in diese Richtung. Peter, du schlägst dein Buch irgendwo auf und entscheidest dich irgendwo in der Mitte, das spielt keine Rolle oder so. Wenn du eine Doppelseite Text hast, sagst du einfach, ja, ich bin da, hast du was? Okay, jetzt würde ich dich bitten, dich nur in Gedanken für die linke oder die rechte Seite zu entscheiden. Wenn du dich entschieden hast, sagst du einfach, habe mich entschieden. Das geht heute noch. Okay. Jetzt würde ich dich bitten, in die unterste, in die allerunterste Zeile zu gehen, weil Time is money, Heino. Wenn du da angekommen bist, sagst du bitte nur angekommen. Okay, Peter, ich würde dich jetzt bitten, da aus dieser alleruntersten Zeile, die du dir ausgesucht hast, hier bitte irgendein Hauptwort, irgendein Substantiv auszusuchen. Das erkennt man da, dass man es groß schreibt, man kann der, die das davor sagen. Alle lachen und denken, Gott sei Dank, weil der mich daran erinnert. Stimmt's? Genau, okay. Peter, hast du eins? Ja. Buch zuschlagen, Finger rausnehmen. Und jetzt würde ich dich bitten, Peter, dass du das Buch dem Heino gibst. Das ist der... So, mein Leben hier. Okay, und jetzt fängt er jetzt los, dass das Buch geht auch im kleinen Moment aufstehen würde. Und ich möchte bitten, die Brille mal abzulehnen, weil es reflektiert so, dann müssen deine Augen sehen. Und hallo Gabi. Gabi, würde ich dich bitten, dass du dir aus deinem Buch bitte irgendein Hauptwort aussuchst, irgendein Substantiv. Also vielleicht nicht gerade Tisch, egal wo, aber vielleicht nicht gerade Tisch, weil das Buch heißt 13 bei Tisch. Okay, bist du Legastheniker? Nein, ist ja nicht rein. Okay, wunderbar. Ich würde dich jetzt einmal bitten, das Wort, an was du denkst, was ist ja, okay. Das, was du dir ausgesucht hast, okay? Nicht das unterste. Das unterste Teil, was du dir ausgesucht hast. Hast du noch einen Kopf? Oder willst du noch mal gucken? Ja, das okay. In Gedanken zu buchstabieren, okay? Aber nicht die Lippen bewegen. Also einer. Guck dir an, hat er schon so gemacht. Super schuld. Weiter buchstabieren, weiter. Ich bin die Richard, ich bin richtig. Ja, hast du gesehen, hat er so gemacht. Weiter buchstabieren. Ein E wie Emil war da eben. Richtig? Ja, er lacht schon. So, guck ihn dir an, guck ihn an, der hat einen Blick in die Lippen. War auch eben ein E wie Ida, richtig? Ja, mein Super, super, guck ihn dir an. Ja. Eben war da ein N wie Nordpol. Ja. Okay, und jetzt würde ich dich bitten, dass es ein bisschen schwierig ist, in Gedanken zu zeichnen. Okay, kannst du das zeigen? Ist abstrakt, hast du gesehen? Schwer zu zeichnen. Und dann hilft uns weiter. Okay, mach mal eine Zeichnung, dass wir so verstehen, um was es gehen könnte. Okay, zeichnen. Ich sehe sowas wie ganz viele Punkte, hast du eben gezeichnet. Du denkst, das ist interessant. Das hat irgendwas. Du denkst an etwas, was mit Jahreszeit zu tun hat. Ist das richtig? Du denkst an Winter. Ist das richtig? Ich danke dir, Peter. Du bist großartig. Okay, das ist dann. Wunderbar. Bei Gabi müssen wir Heino ganz anders arbeiten, damit ich dir das erklären kann. Das ist ganz richtig. Gabi ist nämlich zwei Kinder. Ist das richtig? Haben Sie ihre Kinder? Hast du gerade an deine beiden Kinder gedacht? Interessant. Ich habe es angekommen. Okay, Gabi 2. Gabi, ich würde dich bitten, dass du dir bitte irgendein Wort aussuchst. Das kann ein Substantiv sein, ein Verb, ein Adjektiv, ganz egal. Irgendein Wort, lass dir Zeit, aber nicht so ein Wort. So wie und er, sie, jetzt, also mindestens schon 5, 6 Buchstaben oder ein bisschen länger. Egal. Okay, Gabi, hast du das im Kopf? Hast du dir was ausgesucht? Du kannst dir das visuell vorstellen, weil Gabi muss mit anderen beiden zwei Kindern. Ich habe auch zwei. Das sind 12 und 14. Nein, nein, das sind zwei Mädchen. Nein, 12 und 14. Also sind Zwillinge, aber zwei Jahre auseinander. Also die Jüngere wird erst 12, aber die Eltern spielen Violine. Ganz toll. Also auch mit so einem Talentvorbild ist ihre große Cousine, die studiert seit 3 Jahren Violine in den USA. Die Nachbarn haben darum gebeten. Okay. Würdest du das Buch mal dem Heino geben und das Heino meinte auch schon, Gabi, ich komme zu dir und wir arbeiten hier mit Gefühl, ja, weil es auch eine Dame ist. Du kannst aber jetzt hier machen. Die Hände mal so nehmen und jetzt die Hände so auseinandernehmen. So. Okay. So drehen. Das ist jetzt was auf. Das ist jetzt hochinteressant. Jetzt die Hände mal ein bisschen zusammennehmen. Okay. Und jetzt die. Okay, du denkst an etwas, was man anfassen oder berühren kann. Das ist richtig. Das hat man gewollt. Okay. Und jetzt mal die Hände so lassen und so hochnehmen. Sehr schön. Das ist etwas, was du auch mit ein oder zwei Händen hochheben könntest. Was du denkst. Ja, sehr schön. Jetzt, super, die Gabi. Aber jetzt die Hände mal so zusammennehmen. Ja. Okay, und was du denkst, das ist ziemlich hart. Richtig? Ja, ganz freundlich, um die Hände nicht weh zu tun. Jetzt nimm die Hand mal hoch und stell dir vor, da scheint die Sonne.
Sie scheint auf das an, was du denkst, und ich sehe eine Reflexion von Licht, das glänzt, das könnte aus Glas sein oder noch härter aus Eisenstahl, aber es glänzt jedenfalls. Und die Hand nochmal drauflegen, also dann schneiden. Ich sehe da so etwas wie eine Klinge. Das ist es aber nicht. Du denkst an die Klinge, ist das aber, oder du denkst eigentlich an ein Messer, was da liegt. Ist das richtig? Ist das richtig? Und dann danke ich dir vorsichtig, dass du dir die Hände nicht schneidest. Nur, das ist ja hervorragend. Jetzt kommt die Gabi 2. Gabi 2 ist ein schwieriger Fall, ganz schwierig. Hallo Gabi, hast du was im Kopf? Okay, würdest du so ein bisschen vergehen, das Buch bei dem Heino? Gabi, ob du nur einen Moment aufstehen würdest, du kannst an deinem Platz bleiben. Du hast einen Computer zu Hause, ist richtig? Wenn nicht, du sitzt da auch manchmal dran. Hast du schon manchmal gedacht, dass du zu lang dran sitzt? Ganz ehrlich? Ja, nicht? Ja. Heute warst du auch schon dran, aber nicht da, aber nur kurz. E-Mail checken. Schreibst du 10 Finger? Nein. Aber du schreibst relativ schnell. Also zwar suchst du, aber du nutzt mindestens 2 Finger. Aber sieht man sofort. Gabi, ich würde dich mal bitten, deine Hände so auszustrecken. Und stell dir vor, die Tastatur sei da. Komm, Heidi, du musst es sehen. Und jetzt noch eine schwierige Aufgabe für dich. Ich würde dich bitten, in Gedanken das Wort auf der Tastatur zu schreiben. Oh, aber die Finger nicht zu bewegen. Das ist ganz einfach. Jetzt los, schreib. Der erste Buchstabe war K. Zweite. Jawohl, der zweite war ein L wie Ludwig. Richtig? Der zweite, was war der zweite, den du geschrieben hast? Du schreibst zu schnell. Was war der? Was war der? Ein I. Dann beide schreiben, weil. Oh ja, und hinten hast du eben ein F geschrieben. Das ist super interessant. Das ist schwierig, okay. Würdest du das mal in Gedanken einfach zeichnen, an was du denkst? Okay, zeichnen. Mal etwas dazu, damit ich weiß, um was es geht. Mal etwas Eindeutiges. Hast du eben ein Herz gemalt? Du hast doch eben an ein Herz gedacht. Du denkst an Liebesbrief. Ist das richtig? Ich danke dir. Sehr schön. Wunderbar. Der Heino weiß jetzt, wie das Ganze funktioniert. Deshalb haben wir gesagt, Heino, zum Schluss machen wir beide ein Duo auf der Bühne. Wir zeigen dir mal dem Publikum, wie locker das geht, wenn man das begriffen, wie es geht. Also man muss auf den Typen eingehen. Aufschlägst und du suchst dir jetzt bitte auch irgendein Substantiv, irgendein Hauptwort aus, aber mach's richtig kompliziert. Also mindestens 8, 10, 12 Buchstaben zusammengesetzt. Lass dir Zeit, das sind tausende von Worten. Wenn du eins hast, sagst du, ich habe! Und dann schlägst du das Buch zu, aber Finger vorher rausnehmen. Okay, das war einfach. Und dann, Heino, würde ich dich bitten, das Buch dort drüben auf dem Barstuhl abzulegen und dann wieder auf meine beste Seite zu kommen. Okay, Heino, du hast das Wort im Kopf. Ganz klar. Hast du ein bisschen Zeit gewesen? Hast du dir nochmal anders überlegt? Sehe ich schon. Du hast gedacht, geh und zeige es. Okay, hast du eine Ahnung. Okay, ganz locker bleiben. Was machst du beruflich? Was für ein Mental ist, dass ich das frage? Du hast den ganzen Abend noch nicht dran gedacht. Du bist froh, hier zu sein. Ich erinnere dich an dein Beruf. Du machst das, machst du beruflich. Darf ich das wissen? Ja, das ist relativ komplexe Bedienung von elektronischen Geräten. Oh, da kommt es ja auch Präzision an. Das heißt, das ist auch gar nicht. Geht so in Richtung von Informatik. Das heißt, da kommt es auch auf die Stelle nachts und vom Atem. Heino ist ein komplizierter Fall. Okay. Heino muss man anders behandeln, denn hat mit Volkswagen zu tun, nicht? Mist aber auch. Ja, okay. Nach Wolfsburg komme ich mit meinem Volkswagen, weil eingefahren bin. Wir haben zwei so ein Lupo, der ist ganz fett, meine Frau, super Auto. Ein bisschen langsam, aber du kannst ja nicht nur, wenn du nach Wolfsburg kommst. Das ist das einzige Auto, was schon im Katalog kostet. Okay, Heino, deshalb Präzision. Konzentrier dich bitte auf dein Wort und bei 3 würde ich dich bitten, da stört irgendjemand im Publikum. Merkst du das? Das müsstest du eigentlich merken. Da denkt irgendjemand ganz intensiv. Das kommt von ziemlich weit hinten. Das gibt's doch gar nicht. Sag ich doch. Merkst du da hinten? Sitzt hier irgendeiner? Das gibt's nicht. Da warte ich einen Moment. Das fängt ihn eigentlich an, das stört. Bist du das? Darf ich du sagen? Ja. Dein Vorname? Werner. Werner? Werner.
Wo ist er, Werner? Nee, Werner. Werner, würdest du einen kleinen Moment bitte aufstehen? Bitte stehen bleiben. Werner. Ich muss jetzt mal. Werner, weil das wirklich ziemlich unglaublich ist, aber ist der Anfangsgeschmutz abgesprochen? Nein. Okay. Ist das richtig, obwohl du jetzt gar keine Ruhe hattest, dass du ganz intensiv die ganze Zeit an ein bestimmtes Ort denkst, dass dir durch den Kopf geht? Kann das sein? Mhm. Kann ich das bitte mal sein lassen? Ich komme zu dir zurück, aber nicht jetzt. Nein, du sollst stehen bleiben. Du bist dich schon ein bisschen im Griff haben. Werner, hast du mit irgendjemandem über dieses Wort gesprochen? Nein. Hast du es aufgeschrieben? Nein. Du hast es trotzdem im Kopf, das wird was heißen. Werner, ich war aber wirklich zurück. Heino, bei drei. Bei drei würde ich dich einfach bitten, ganz intensiv an den allerletzten Buchstaben deines Wortes zu denken, weil du die Präzision machst. Aber erst mal drei, okay? Hast du doch. Eins, zwei, drei. Jetzt! Ah, oh, super! Das kam ja super an. Haha! Heino, das war die Übermittlung eines Buchstabens aus dem Alphabet. Okay. Der letzte Buchstabe war ein. Frankfurt, ich hab's aufgeschrieben. Ein H. Ich dachte ein V, ist aber so ähnlich. Machst du das wieder? Könnte das sein, dass das Wort, an das du denkst, mit V aufhört? Du sollst dich zurückhalten. Schenke dir die Karte, stell sie da oben ein. Ich würde dich einfach mal bitten, kannst du das in Gedanken zeichnen? Was du denkst. Mental. Kannst du? Okay. Kannst du ein bisschen weitermalen? Ich sehe, da ist, hast du eben sowas wie einen Körperteil gemacht. Sowas. Aber da ist irgendwas, was der Mensch gemacht hat. Das ist irgendwie sowas wie, als wenn jemand was eingetrieben hat. Ich sehe sowas wie ein Loch. Kann das sein? Ja, stimmt. Hast du nicht eben in Gedanken irgendwie so jemand, der das eintritt? Ich sehe Backstein. Hast du eben einen Backstein gehabt? Ein Backstein. Okay. Und kann das Loch da unten? Denkst du an Mauer noch? Genau. Danke. Ja. Könnte das sein, dass, an was du denkst, es im weitesten Sinne mit dem Unikum zu tun hat? Mit dem Unikum. Ah. Ganz weites. Okay. Was? Und sowas wie ein Zeitungsbericht. Und wenn das Unikum zu ist, geht man in ein Zeitungsarchiv, um zu lesen, was du über das Unikum dort stand. Könnte es sein, dass du an das Zeitungsarchiv denkst? Ja. Ich danke dir.